Wir sind wieder zurück in den Königreichen von Echo. Ja, nach der letzten Folge, in der wir mal was anderes gemacht haben, als ständig auf dieses Mauerwerk drauf zu gucken. Da haben wir ja eine schöne Pet-to-Go-Box für die Kirche gebaut. Ja, das musste ich einfach mal machen. Sorry. Aber, ja. Die Scheinheiligkeit der Kirche. Ich habe es, glaube ich, schon mal irgendwann erwähnt, während des Kirchbaus, glaube ich, war das irgendwie. Aber gut. Das möchte ich jetzt auch nicht näher ausführen. Es wird schon wieder Nacht. Es ist ja, ja. In letzter Zeit, wahrscheinlich habe ich nicht die Geduld zu warten, bis es tags ist, aber gut. Ist ja auch nicht so schlimm. Weil, so bauen wir ein bisschen den Tag hinein. Ich baue gerade einen immer zu hoch. So. Komm, machen wir mal diese Mauer auch mal fertig. Dann können wir nämlich auch gleich schon mit dem Rest dann anfangen. Soll heißen, mit dem Steg hier drauf. Wie er immer stöhnt hier, wenn er irgendwo landet, ne? Furchtbar. Gut. So. So. Das geht jetzt schnell, also von daher. Ja, die Pet-to-Go-Box. Hätte ich nicht gedacht, dass ich die tatsächlich noch mal baue. Aber gut. Ach, ich vergesse hier dauernd eine, deswegen sind wir nur noch bei zwei. Komisch. Okay, ja, wir und unsere Pastoren hier, die mögen natürlich nur Tiere, ne? Von daher, es soll ja nur an die Scheinheiligkeit dieser Scheinheiligen halt erinnern. Ich habe schon wieder einen vergessen. So. Jetzt sind wir schon am LKW angekommen. Das heißt, wir sind schon gleich da. Das ist schön. So. Und dann haben wir hier. Und ich fange schon wieder mit dem So an. Das ist ganz schlimm. Jetzt habe ich keine Steine mehr. Ist das schlimm? Ich hoffe nicht. Schaffen wir den Sprung? Ich weiß es nicht. Wir probieren es. Nein, natürlich nicht. Ja, habe ich auch nicht wirklich mit gerechnet. Aber gut. So. So, Leute. Dann ist diese Mauer auch schon fast fertig. Aber auch nur fast, weil wir haben ja noch vier weitere Mauern vor uns. Zwei kürzere und eine der gleichen Länge. Aber ich glaube, die gehen insgesamt schneller. Weil wir da nicht das Problem haben, dass wir irgendwie durch unwegsames Gelände müssen, glaube ich. Aber ich werde auch dort das Fundament für die Mauer zwischen den Folgen wohl rausnehmen, also auf der anderen Seite. Oh, sieht immer so schön aus. Oh, schön. Oh, herrlich. Sorry, ich musste gerade erstmal ein Thumbnail davon machen. Das ist so schick. Das gefällt mir einfach. So. So, hier brauchen wir jetzt 4. Hier brauchen wir 5. Hier 6. Hier 7. Und hier 8. So, dann sind wir auch schon angekommen. Das ist toll. Ich freue mich. Ich freue mich. Ach ja. So, machen wir gleich hier mal mit dem Laufsteg weiter. Die Steine, die die Welt bedeuten, nicht die Bretter. Ja, viele, viele Menschen betreten die Bretter, die die Welt bedeuten, ohne zu wissen, dass sie auf dem Holzweg sind. Naja, gut. So, schauen wir mal. Hier, Steine. Steine, Steine, Steine. Ich bin echt mal gespannt auf die neuen Biome. Ob da auch ein vernünftiges Schneebiom diesmal dabei sein wird und inwiefern man das tatsächlich einstellen kann, das wird sich ja alles erst noch zeigen. Ich bin gespannt. Aber ich möchte da ungern ein Tutorial drüber machen. Also, soll heißen, das ist irgendwie schon wieder falsch hier. Irgendwie, ich weiß nicht. Sieht irgendwie so komisch aus. So, so. So, habe ich mir doch gedacht. Ich habe hier doch einen Fehler drin, Mensch. So. Ja, natürlich, natürlich.
Da sollte er nicht hin. Hier aber. So, der muss weg. Muss da einer hin. Und der muss weg. Und da einer hin. So, jetzt passt es. Ja, so sieht das gut aus. Gut, machen wir hier mal weiter. Gut. Ja, ich weiß noch nicht genau wie, aber irgendwie müssen wir langsam mal hier mal eine Art entwickeln, wie wir hier schneller vorwärts kommen. Aber ich glaube, das ist glaube ich schon das Schnellste, was wir können jetzt gerade, ne? Ich glaube ja. Es sei ja gut, es sei denn, ich nutze den Flugmodus, aber den möchte ich eigentlich nicht so gerne während der Aufnahme nutzen. Ich habe den schon genutzt, um zu bauen. Ja, aber es geht dann nur schneller. Es geht dann eigentlich nicht leichter. So. Blub, 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 blub. Und den auch. Zack, zack, zack. Dann hätten wir nämlich, könnten wir uns nämlich das ersparen, da hier ständig hin und her zu laufen. Sondern könnten dann auch im Turbo-Modus auch hier über die Karte fetzen. Und dann der Landschaft beim Nachspawnen auch zu gucken. Aber nee, das möchte ich gar nicht. So. So, dann müssen wir hier natürlich auch noch Mauern auch noch drumherum ziehen. Auch das noch. Also hier oben drauf, so wie wir es da gerade gemacht haben. Weil da hatte ich einen Fehler drin. Ist ja immer so ein Schutzwall auch noch dazwischen, ne? Das darf man ja nicht vergessen. So, den und diesen und diesen und diesen und diesen. Und das war's schon wieder. Jetzt haben wir wieder keine Steine. Ja, na gut. Holen wir nochmal schnell. Einladung Steine bitte. Danke. Ja. Wann werden wir unsere Verbrennungsgeneratoren bestücken? Ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge mal, um mal wieder etwas anderes zu sehen. Aber dafür müssen wir auch erst noch Kohle abbauen. Ja. Ja, würde ich sagen. Ist, glaube ich, ganz sinnvoll. Ich finde das irgendwie erschreckend, dass das in der Entfernung noch nicht nachspawnt. Das ist schon ein bisschen erschreckend, aber gut. Ich bin ja mal gespannt, welche Bugs behoben werden mit dem neuen Update. Ich bin echt gespannt. Auf den 6., nicht auf den 8. Am 6., da hat Echo seinen ersten Geburtstag. Am 6. Februar 2018 wurde Echo in Steam reingeladen zum Early Access. Und dann feiern wir Geburtstag. Naja, wir wohl jetzt wohl, obwohl können wir vielleicht, aber weiß nicht, was macht man da? Ich hab keine Ahnung. Ein Echo-Schrein bauen. Ja. Oder den Echo-Schrein finden. Dafür müsste ich aber wissen, wo er ist. Hier soll es irgendwo einen Echo-Schrein geben. Also so einen Dolphin-Schrein. Ein Delfin-Schrein. Oh ja. Echo the Dolphin. Soll irgendwie angeblich auf jeder Karte versteckt sein. Hat mir jemand gesagt. Aber dieser jemand war nicht von den Entwicklern, von daher weiß ich nicht, ob da irgendwas dran ist, aber ich glaube, da ist irgendwas dran. Weil diesen Dolphin-Schrein, den kann man auch, den könnte man, ne? Und so. Den könnte man, also es gibt dafür, gibt es eine Datei, also da die findet man. Ja. Gut. Das reicht noch nicht mal bis oben. Das ist jetzt gerade nicht so schön. Gut, komm, dann machen wir hier mal den, den und den. Ja, hier vielleicht noch hier so einen und hier so einen. Und hier noch so einen. So. Ja, so kann man es machen. So und den auch vielleicht. Und ja, komm, den auch. So, und dann ist unser Hammer auch schon wieder leer. Das ist gut. Ach, mal gut, dass wir hier gleich eine Brücke haben. Finde ich toll. Mal gut, dass ich die damals hier angelegt habe. Da bin ich echt glücklich drüber. So, jetzt müssen wir erstmal in den LKW hier einsteigen. Weil da haben wir erstmal nicht mehr so viel zu tun an dem Turm. Das nächste, was wir hier machen, ist hier. So. Komm, den können wir ja auch stehen lassen. Das ist nicht so schlimm. Und dann machen wir auch schon weiter. Mit dem R. Gut. Nicht hängen beim Seenagel, nein.
ist das hoch? Ich und meine Ingame-Höhenangst. Alter, Falter. Wer leidet euch auch von euch darunter? Schreibt einfach mal in die Kommentare, wenn ihr auch Ingame-Höhenangst habt. Ich finde das lustig, wenn man im RL keine Höhenangst hat, sondern nur im Spiel. Das ist doch echt schlimm, oder? Wie findet ihr das? Ich finde das seltsam. So, Moment, den. Das müssen wir hier erstmal. Das ist jetzt echt nicht gut. Müssen wir drei Bauern auf einmal hier hochbauen. Ja, gut. Ansonsten kommen wir nämlich an die anderen nicht mehr dran. Und das war schon ein zu viel. Toll. Fähnrich eifrig. So, da haben wir aber auch noch so ein Stück. So. Ja, das ist gut. Da gehört auch noch ein Stück dran, oder? Oder? Ja, aber erst hier. Hier erst. So. Den. Glaube ich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das so passt. Und jetzt kommen diese Blöcke hier dran. So. Natürlich in doppelter Höhe. Nein, das war nicht richtig. Hier haben wir nämlich zwei. So. So, hier wollte ich eigentlich das so haben. Ich weiß nicht, ob das aussieht. Ich hoffe, es sieht aus, aber ich weiß es nicht. So. Und die bauen wir nochmal ab. So. So, zack. Dann setzen wir die mal hier drauf. So. Und so. Und dann können wir uns das Ganze vielleicht mal irgendwie mal dann von der Seite mal von irgendwo angucken. Hier vielleicht. Sieht das aus? Ja, doch, das kann man so machen. Doch, das sieht eigentlich ganz schick aus. Sieht genehm aus. Das ist schön. So, jetzt geht's auch schon weiter mit diesen Mauern. Gut, machen wir mal hier weiter. Kein Platz im Zielinventar. Wieso? Ach Mensch, jetzt habe ich schon wieder auf der falschen Taste rumgedrückt. Das ist auch nicht so schön. So. 1, 2, 3. Ist das jetzt richtig? Es ist richtig. Das ist gut. Das ist schön. So. 3. So. Dann kommt hier ein Fenster. Ein Fenster hin. So. Und hier kommt noch ein Fenster hin. Und noch ein Fenster hin. Und noch ein Fenster hin. Ich hoffe, das ist jetzt auch alles so richtig, wie ich das gerade mache. Ich weiß es gerade nicht, aber ich hoffe es. Ich hoffe, es ist alles so korrekt. Sieht aber so aus. Ja, schön. Ja, geilo. Geilo, geilo, geilo. Sehr, sehr geilo. Sehr schön. So, machen wir hier nochmal hoch. Einer zu viel. Das Dach muss ja auch noch drauf. 4, alles klar. Und ja, nein. So. So, cool. Jawohl. Das Dach. Ach stimmt, das wird ja wieder so ein ganz Steindach. So eins. Ja gut, das können wir eigentlich auch gleich schon mal draufsetzen, ne? Warum nicht? Klar, machen wir das gleich mal. Dann haben wir damit keine Sorgen mehr. Das ist gut. Und das hier oben muss ja irgendwann auch noch begehbar sein und auch bleiben. Ich überlege aber, ob ich noch einen weiter rausgehe hier oben. Das überlege ich gerade hier auf dem Weg hier drumherum noch. Das weiß ich gerade nicht. Ist ja auch oft so gewesen, dass der Kranz oben etwas weiter außen stand als das Mauerwerk. Ist ja auch gar nicht mal so dumm. So, hier noch, hier noch, hier noch, hier noch, hier noch, hier noch, hier noch. Ja, natürlich, da komme ich nicht mal dran. Oder? Ich kam da doch eben dran. Ich hab's auch gesehen. Da war es gerade. Mann. Ach, Mann.
Nö, keine Ahnung, weiß ich nicht. So, hier kommt eine Leiter hoch, das ist gut. Ja, es wäre vielleicht gar nicht mal so doof. Könnte man machen. So. Und, ich darf hier jetzt nur nicht runterfallen. Aber ich glaube, es wäre auch irrelevant, weil die Steine reichen sowieso nicht mehr. Ah, nun klebt das doch mal da dran. Echo. Echo, 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 Echo. Ja, genau, danke schön. Ach. Junge, Junge. Der ist aber manchmal echt kompliziert. Der ist echt speziell. So. So. Und diesen. Und den. Hier darf ich nicht zu weit rüber. Aber jetzt. Jetzt darf ich hier zu weit rüber. Das ist gut. Ich muss einmal ganz kurz husten. So. Ja, schön. Gut. Nächsten Steine. Ich könnte noch bis da oben hoch. Da müsste ich aber wieder... Da müsste ich aber wieder zu viele wieder runterbauen. Ja. Für den Moment wird es, glaube ich, aber gehen. So. Naja, mehr oder weniger. Doch, 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 das geht, das geht, das kann man machen. Das ist okay. So, machen wir hier weiter, zack. So, siehst du wohl. Das klappt doch alles. Das klappt doch alles wunderbar. Das ist schön. Hier wieder langsam. Langsam, krall dich bitte in die Fugen fest. Dankeschön. So, den haben wir und den auch und diesen jetzt auch. Ich glaube, jetzt haben wir nur noch eine Reihe, nämlich diese hier, glaube ich, war das. Oder ist das? Ich sehe nichts wegen der Blaupause. Ja, doch, 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 klar. Zack. Zack, jawohl. Sehr schön. Und den, jetzt kommt hier der Rand drumrum. Der tolle Rand. So, dann haben wir den nämlich auch jetzt schon fertig. Das ist der erste Turm, der fertig wird. Oh, wer hätte das gedacht? Na, zumindest von außen. Zumindest von außen wird er fertig. Der Innenausbau kommt natürlich auch noch dran, ne? Ganz klar, aber da kommen nur Treppen und Leitern rein und mehr ist dann da nicht. Ja, jetzt ist gerade ein bisschen ungünstig hier. Jetzt müssen wir hier natürlich auch diese Einzelblöcke auch reinsetzen, sonst passt das auch optisch nicht. Aber es passt... Nein. mir fällt gerade auf, ich habe hier nicht einen Ausgang. Das ist ja auch hochintelligent. Gut. Dann nehmen wir halt den wir hier haben irgendwo. Irgendwo haben wir hier noch einen Ausgang gehabt. Wo war denn der? Hier. Mein Geheimausgang. Schön. Ja. Das ist ja jetzt nicht so gut gelaufen. Das war jetzt nicht so schön. Echo. Nein, es liegt ja nicht an Echo. Es liegt tatsächlich nur an mir und ausschließlich an mir, weil ich habe da oben ja durchaus ein Loch wissentlich auch reingebaut. Na toll. Im besten Wissen, dass ich hier auch runterfallen könnte. Ja, na gut. Gut, jetzt sind wir wieder oben. Das wollen wir nicht meckern. Alles gut. So. Freiflug ohne Segelschein, wer hätte das gedacht? So. Dann haben wir hier schon einigermaßen alles fertig. Das ist gut. Den bauen wir ab und den bauen wir ab. Und stattdessen bauen wir den und den jetzt dran. Und den jetzt auch da drauf. Und, der ab. Der ab. Und der ab. So, jetzt müssen wir allerdings... Ah, wie soll ich denn das jetzt hinkriegen? Gut. Müssen wir nochmal anders, nochmal kurz bewerkstelligen das Ganze. So. Ist auch nicht so... Auch nicht so gut, ne? Ja, vielleicht ein bisschen doof. Wie machen wir das am besten? Vielleicht nicht unbedingt hier. Den kriege ich da nicht ab. Bei dem hier weiß ich das nicht. Moment, den brauchen wir dann nicht.
Den schon, diesen nicht. Gut. So, jetzt können wir den auch absensen. Kommt der dahin, der kommt ab und jetzt kommt der dahin. Der kommt ab und der kommt dahin. Und dann ist das auch fertig. Juhu. Moment, das muss ich natürlich nebenbei auch noch abbauen. Ich hoffe, das reicht bis dahin noch. Eieiei, ich glaube, vorher wird das Werkzeug wieder volllaufen. Das ist gerade nicht so gut. Oder? Na, vielleicht auch nicht. Wir schauen. Ja, könnte passen. Das Werkzeug ist jetzt zwar voll, aber ich glaube, den Rest, den kriegen wir so ab. Jawohl. Ach, brauchen wir gar nicht. Brauchen wir gar nicht so weit. Brauchen wir gar nicht runter. Das ist gut. Das ist schön. Ja, cool. Gut. Dann hätten wir den Turm schon mal fertig. Der sieht echt geil aus. Der ist ja super. Hammer. Ich finde ihn toll. Ja, super. Ja, gut. Dann machen wir in der nächsten Folge Echo weiter. Und ihr seht ja, wie schön es jetzt hier wird. Ja, man kann sich das erst vorstellen, wenn erstmal ein Teil von dem ganzen Bau erstmal fertig ist. Erst dann kann man tatsächlich erahnen, wie toll es aussehen wird. Na gut, also bis zur nächsten Folge Echo. Und dann machen wir hier schön weiter. Und dann, das wird schon. Das schaffen wir noch. Ne? Also, bis zur nächsten Folge. Tschüss.